Hallo, Freunde der großen Bestellung. Ich habe hier wieder ein Päckchen von dem großen D. Und dauert halt länger, aber ja gut, das hat jetzt wirklich länger gedauert. Ich weiß gar nicht, was das ist, ganz ehrlich. Ich werde das einfach mal aufmachen. Deswegen, ich habe das jetzt mich extra, ich mache jetzt meine Päckchen immer extra nur für euch auf. Für meine lustigen Lootboxen sozusagen. Was mag das wohl sein? Ich bin so aufgeregt. Das ist auch jetzt auch gar nicht so leicht. Also, es wundert mich eigentlich. So. Schön hier mit Knusperfolie, was auch immer da sein mag. Zugeklebt bis zum Getno. Na so, hier eingewickelt. So. Ja, das Wichtigste bei Paketen generell ist ja eigentlich immer diese Folie, ne? Also, ja. Könnte ich einen ganzen Tag machen, aber ich tue es jetzt mal beiseite, damit man es hört. Oh, hier ist ein Ditcher drin, aber das bin ich von wahrscheinlich selbst gewesen. Jetzt lass mir mal auf. Wenn ich hier. Ach, das ist jetzt schon da. Krasse Mello. Ja, das ist ja mal episch. Das ist mein neues Zweibein, das habe ich mir jetzt mal geholt. Boah, das ist aber richtig geil in der. Also in der Fabrikation, wie ich es mal nennen. Echt episch. Ah, okay, das ist richtig militärisch, ne? Weil hier. Das geht nämlich nach drin, nicht nach draußen, sondern nach drin. Ja, das ist der Unterschied zwischen zivilen und diesen militärischen Zielfernrohr. Das bringt ja, also mir bringt das als Scharfschütze, bringt mir das nichts, wenn ich da drauf drücke und es macht Krach. So, es bringt mir nur Sinn, wenn ich jetzt das zum Beispiel auf den Rücken setzen will wieder und drücke drauf, zack, da habe ich das wieder verkleinert, bleibt dann weniger hängen. Deswegen ist das eigentlich da. Ja, das ist ja echt. Also das wundert mich wirklich, das ist echt gut. Von der Qualität, da kannst du nichts sagen. Hut ab, wie gesagt. Wie gesagt, müssen wir jetzt rausfinden, wie kriegt. Achso, und so tue ich das dann quasi umschalten. Also ich habe hier unten Walzen. Also nicht jetzt so ein wackeliges Gummibandgedöns, sondern ich ziehe es runter. Also in die. Also ich habe es ja so am Gewehr dran. Na, also hier ist der Lauf. Guck nach vorn. Und dann ziehe ich einfach, wenn ich es brauche, hier, schaut mal, ich mache mir hier mal ein Stückchen, also erstmal mache ich das Messer hier weg, das ist ja viel zu gefährlich. Also ich habe hier diese Walzen, da zoomen wir jetzt auch mal voran. So. Also ich habe das Gewehr hier und das ist dann nachher so, hier ist die Mündung, beziehungsweise der Lauf geht nach vorn. Dann habe ich hier Walzen, da. Und ich ziehe es einfach in Richtung nach unten sozusagen und kann mir dann das Zweibein so aufstellen, wie ich es möchte. Das ist natürlich echt gut, weil erfahrungsgemäß, weil, also ich habe damit halt viel gearbeitet, also mit vom G22 hatten wir halt eins dran. Und da hattest du halt wirklich teilweise echt Probleme mit diesem komischen, du kennst ja vielleicht, dann ist ja so ein Flitschegummi da oder so halt diese Eisendrahtrollen. Dran hier, also die weiß man so eine Federn und es ist echt störend, einfach aus dem Grund, weil die Teile selber, also du musst ja vorstellen, wenn du dich richtig reinigst in deiner Waffe, also von hinten gegen drückst, bringt das ja nichts, wenn du das Ziefern, also den Zweibein so aufstellst gerade, also gerade aufstellst und dann dich gegenlehnst, weil dann drückt es in die Richtung rein. Du musst eigentlich, ein Zweibein muss sinngemäß so stehen, so, und du drückst gegen, dann kannte das nicht ab und das heißt, du hast die Energie nach vorne. Du sollst ja mit der Schulter gegendrücken, dann hast du eine Dreipunktauflage, die Energie quasi aufnimmt. Plus nochmal den Ellbogen, also den, ne, den haben wir dann immer dabei. Ich kann mal gucken, ich werde das mal an mein Gewehr dran basteln. Also ich muss da jetzt nochmal die Viva-Schienen abwarten. Also ich habe noch einen, aber das ist eine 11 mm. Ob das passt, weiß ich nicht, aber das müsste eigentlich 22 oder 21er sein hier. Also so von der Produktion, von der Fabrikation, das ist super. Also da muss man echt sagen, also für den Preis, top. Hätte ich nicht erwartet. Ne? Ja, zum Rausziehen auch. Also gut, das ist jetzt laut, ne? Das knuspert halt laut, wenn du es rausziehst. Ist natürlich für die Jagd Quatschkram. Aber wer das wirklich benutzt, ne, der weiß das, was man da dann hat daran. Also das ist schon ordentlich. Ne? Und wie gesagt, schnell wieder zusammenzuklappen, zack, wenn ich zum Beispiel auch aufsitzen muss am Panzer,
Ne? Also gut, mit Jagdgewehr brauche ich es ja nicht. Aber ja, das ist gut gemacht. Dann habe ich hier nochmal eine Stellschraube, was auch Design mag. Wir gucken einfach mal. Wir schrauben es ab, dann werden wir es wissen. Ne? Da sind wir ja auch relativ entspannt mit, was das angeht. So, das ist eine Schraube, die brauche ich für was? Ach, hoppala, das ist, damit das auch links und rechts sich drehen kann. Das ist quasi die Fixierungsschraube. Ach, da unten, ich sehe, das ist eine kleine Walze drin. Hier haben wir eine kleine Walze unten drin. Und wenn ich die Schraube hier reindrehe, damit fixiere ich dann quasi dann den, ja, also dann unterbreche ich damit quasi die Bewegungsfähigkeit. Und dann ist das stabil. Das heißt, das bleibt dann gerade. Mache ich die Schraube ein Stück ab, kann ich zum Beispiel kippen. Ist zwar nicht viel, aber jeder, der, ich sag jetzt mal, damit arbeitet, wirklich, der weiß, was für, ja, was das reicht. Eigentlich so ein kleiner Bereich, der sich dreht. Ne, da muss man auch ehrlich sein mit sich selbst. Und also ich bin da wirklich froh drüber. Also das ist hier, hör mal, das ist gutes Aluminium. Wiegt auch jetzt nicht so viel, wie ich jetzt eigentlich vermutet hätte. Ne, also im Vergleich, was macht das wiegen? Also müsste ich meine Waage nehmen, habe jetzt keine da. Aber das ist wirklich, das sieht dich richtig gut in der Hand. Also es gab es in Schwarz und ich habe es in Gold genommen, weil ich finde die Farbe einfach ein bisschen schöner. Aber das ist jetzt privat, also meine Sache, wie ich sehe. Dann habe ich dann hier wirklich, also die Klemmen, da ist ordentlich Zug drauf. Also wenn das so steht, das ist schon höher. Das macht schon was aus. Ne? So. Deswegen, also das kann man wirklich, upsala, anpreisen. Ich habe ja gesagt auch noch zwei Werkzeuge dabei. Ne, so hochwertige Tüten. Also normalerweise hat man diese kleinen Tütchen immer, das ist immer dasselbe. Aber diese Tüten hier, guck mal, das ist schon ordentlich. Also das macht was her, wenn das auch so ordentlich eingepackt ist. Na, was heißt ordentlich? Das ist halt nur eine Plastiktüte. Aber hier dann ordentlich die Klemmwiebel. Die habe ich auch noch, wie gesagt, die kann ich auch noch mal verstellen. Einfach ohne Werkzeuge, das ist auch gut. Ne? Also verkleinern. Das heißt, ich kann das wahrscheinlich auf 35, 25, 27 mm erweitern. So, was habe ich da noch? Also ich habe zwei Schrauben. Also in. Ach so, das ist jetzt für die Wulst quasi, dass ich rausziehen könnte, rein theoretisch. Und ich habe einen kleinen. Ach hier, und die zu öffnen. Also die Beine sozusagen wegen Reinigung. Also das ist ja auch ganz gut. Sollte man auch machen, sollte das Material ja auch schonend nutzen können. Also echt top. Da haben die wirklich. Das ist für den Preis okay. Ich weiß gar nicht, was das genau gekostet hat. Wie gesagt, ich mache ja auch keine Werbung in dem Sinne. Wie gesagt, ich kriege es ja auch nicht bezahlt. Ja, das ist ja eigentlich für mich selbst. Ne? Und finde ich aber gut. Wie gesagt, mal sehen, wie das dann nachher sich unterm Gewehr verhält. Da muss ich dann halt nochmal den Schaft ausbörten, sage ich jetzt mal. Und halt die Wieferschiene da drunter. Oder Picatinny, mehr gesagt. Picatinny. Da kommt noch eine hin und dann mal schauen, wie sich das nachher dann so verhält. Wie gesagt, also bin ich zufrieden mit, ohne Frage. Bin positiv überrascht. Ich dachte erst, das wäre einfach das billiges Billo-Plastik, aber das ist alles wirklich das komplett aus Aluminium hergestellt oder aus, ja, Titan wird es nicht sein, also das ist glaube ich weniger, aber das ist echt gut gemacht. Ne? Ihr seid auch noch einen Tipp noch am Rande, ihr seid diese Spitze, es gibt auch welche, die haben Spitzen, vergesst das mit den Spitzen, weil wenn ihr irgendwo Auflage braucht, ne, also das ist einfach nur mal erfahrungswert. Erstens, wie gesagt, Steine lassen den sowieso nicht zu, den Dorn da reinzustechen und das Ding rutscht euch nur hin und her. Also, wie gesagt, ich hatte damals auch für mein G22 mir zwei andere Füße noch extra mal besorgt. Und, ne, die konnte man dann so austauschen, also diese Stempel sozusagen heißt es ja. Und die habe ich mal reingemacht. Ich habe es einmal auf einer Übung, da waren wir in Hammelburg, das war sogar bei der Scharfschützenausbildung selber. Das war völlig scheiße hier. Ne? Voller Dreck. Also, ich habe auch wieder die ganz normalen Standard genommen, so gut wie beim G22. Das ist ja Metall, das sind Metallfüße, also das ist Plastik, aber das ist auch nicht schlimm. Ne? Weil, wie gesagt, für was brauche ich denn Metall? Na, das macht nur Krach, das ist eigentlich nicht gut. Und so, wie gesagt, zum Umklappen, also ich denke mal, man kann da schon geräuscharm mitarbeiten. Ne? Wenn man den runter macht, macht man ja vorher, bevor man überhaupt richtig sich in die Waffe legt nachher, dann kann man das so aufstellen und zum Beispiel auf dem Hochsitz haben wir dann halt vorne eine Kante. Na, also gut, man muss sich auch da ein bisschen mit beschäftigen mit sowas.
Aber dann habe ich jetzt hier eine Kante, sage ich jetzt mal, am Hochsitz, ne, und dann drückst du dagegen und da tanzt gar nichts, wenn du schießt. Ja, da bleibst du völlig im Feuer. Alles gut, top, super, danke. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielleicht hat es euch auch gefallen, das kleine Video. Ja, kann ich auch nur sagen, Weidmanns Heil, fette Beute und lasst euch nicht ärgern. Ja, hol du nochmal mit O. Ich habe das jetzt mal ausprobiert. In dem einen Clip hatte ich ja das gesagt mit dem Picanti-Schiene bzw. mit der Vifa. Also die, ich glaube, das ist eine Elfer, die passt da eigentlich gut rein. Also das heißt, ich kann die ja noch auseinanderschrauben. Das geht. Und jetzt heißt es für mich dann nachher eigentlich mal, oder jetzt, ich habe das mal vorbereitet. Meine Schwedenmaus, aber das ist ja ein handgeschlagenes Stück. Also das ist wirklich ein Prototyp gewesen von der Büchsenmacherei in Celle. Das ist, kann man vielleicht sehen, also was für ein fetter Bolzen das hier ist. Das ist wirklich, hoppala, ne, kann man schlecht sehen, aber wie gesagt, das ist halt handgefertigt ist, oder bis das ist ein kalt gekloppter Stahl. Also die Elfer Schiene, die so leicht gebogen, ne? So, von, also jetzt hier, das ist die Unterseite. Das passt da wunderbar an den standardmäßigen Schaft vom echten Schwedenmauser. Und ich habe da nochmal den anderen hier mitgebracht, den ich jetzt auch am Wochenende eigentlich, also den ich eigentlich immer so nehme. Hier, nicht da. Der passt da auch standardmäßig an den ganz normalen Schaft dran. Das ist gut. Na, dann brauche ich auch nicht einsetzen. Das heißt, den schraube ich mal einfach runter und dann ist das gut. Ne? So ist eine schöne Waffe. Hier habe ich nochmal so einen von den selbstgemachten Schultergurten. Hier sind nochmal so einen kleinen Haken. Da kannst du dann halt dein Lockpfeifchen reinstecken oder eine Patrone, habe ich mir überlegt. Du kannst dann auch wie beim G3, G36, diesen Dreipunkt, habe ich mir selbst gemacht hier. Kannst du einfach aufklippen, kann ich mir reindrücken, schon mal eine Tasche anhängen, ne? Falls ich dann nochmal Bergearbeiten mache, dann habe ich dann handfrei wieder extra oder halt Fernglas anklemmen oder wie auch immer. Da ist normal diese Bundeswehr Schnappverschlussgröße, ne? Die kannst du eigentlich in jedem Laden und nimmst einfach von den alten Bundeswehr-Rucksack den Kram ab. Ja, dann, wie gesagt, ist das hier komplett umwickelt, ist halt fluoreszierend und nachts leuchtend. Ist halt, hier sieht ein bisschen komisch aus, aber das liegt daran, dass das dreifach gespult ist. Also es ist richtig stabil. Also ich habe es mal ausprobiert mit den anderen den Prototypen habe ich mal 2 Meter aus, also 20 cm einfach mal rangehängt an Abschleppseil und einfach mal mit dem Abschleppseil so ein bisschen ja mal ausprobiert. Also der hält gut was aus, der zieht sich ein bisschen auseinander, geht auch wieder zusammen, toller Knoten. Ja, aber wie gesagt, das ging ja eigentlich um die Geschichte mit dem Zweibein. Das sieht ganz stabil aus alles. Und ja, das werde ich dann wohl jetzt heute oder morgen noch mal schnell machen. Dann kann ich die vielleicht zum Freitag, wenn wir dann auf dem Schwarzwild bzw. ganze Raubwild frei geben, also frei haben, dass wir da dann vielleicht, dass ich das mal mitnehme. Aber ich muss mal gucken, wie gesagt, meine Kanzel da. Brauche ich es eigentlich nicht, also ich arbeite eigentlich mit der Hand darunter, so dass, also in dem Moment wäre es eigentlich Quatschkram, aber ich kann mal gucken, vielleicht kriege ich es noch angeschraubt. Gut, ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das kurze Einschalten von diesem kleinen Clip und ja, den hänge ich einfach jetzt mit an den Teil, der davor ist, also wo ich das Teil eigentlich nur gezeigt habe. Alles gut, so, danke und ja, dann Horridum mit O, Weidmanns Heil und fette Beute.